Der Mann, den ihr jetzt gerade sehen könnt, heißt Gabriel March Granados und er kommt von Mallorca. Aber man muss sagen, dieser Mann, der jetzt erstmal relativ normal aussieht, ist der Mann, der die längste Haftstrafe kriegen sollte, die es jemals gegeben hat. Denn während in Deutschland man normalerweise nicht sonderlich mehr als 15 Jahre kriegen kann, sollte eben Gabriel Granados 384.912 Jahre Haftzeit kriegen. Also mehr als wahrscheinlich ein Mensch leben sollte. Die Sache ist, warum hat er das Ganze gekriegt? Man müsste nun erwarten, er wäre ein Mörder oder irgendetwas richtig Schreckliches, aber nein. Er war Postbote auf Mallorca und hat dort 43.000 Briefe nicht zugestellt, sondern geöffnet und nach Geld durchsucht. Jede einzelne Straftat alleine genommen, von jedem Brief, den er geöffnet hat, zusammengerechnet, ergab die 384.000 Jahre.